Servus! Herzlich willkommen bei CSR Automotive. Heute geht es endlich weiter mit dem F220 Projekt. Und diesmal dreht sich alles rund um das Thema Musik. Und was genau, seht ihr nach dem Intro. Und da sind wir auch schon wieder. Und zwar habe ich ein Thema, was für meine Verhältnisse viel zu sehr in der Tuning-Szene mittlerweile Rückschritte ist. Und zwar das Thema K-HiFi. Ich meine, mittlerweile haben die Fahrzeuge richtig geile Anlagen schon von Werk ab verbaut, von renommierten Herstellern und so weiter. Aber auch oftmals leider der Fall, dass so manche Konfigurationen ein bisschen merkwürdig sind und dann ein schönes K-HiFi-System einfach nicht im Fahrzeug verbaut ist. So wie hier beim F220, der hat wirklich das Kleinste vom Kleinsten verbaut. Sprich, eigentlich bloß Mitteltöner, keine Hochtöner im Spiegeldreieck vorne oder auch hinten in der Hutablage und halt ganz normal die Underseat Woofer. Da kommen wir mal zum springenden Punkt jetzt. Die Firma Massway, die ich schon ein paar Jahre kenne und auch schon einige Lautsprecher von denen verbaut habe, habe gesagt, komm, das ist doch nichts, das Fahrzeug wird jetzt so schön umgebaut und gemacht und getan. Das heißt, soundmäßig muss da auch noch was an Upgrade erfolgen. Wir fangen doch direkt mal an. Ihr braucht zuallererstes, wenn ihr noch keine Hochtöner am Fahrzeug habt, die Spiegeldreiecke mit einem Hochtöner drin. Auch dementsprechend mit dem Ausschnitt und allem drum und dran. Gibt es jetzt hier in der Top-Variante vom Harman Kardon System. Kriegt ihr aber auch ohne Aufschriften, wie auch immer ihr das wollt, könnt ihr das halten. Dementsprechend ist hier auch schon ein Hochtöner drin verbaut. Den werden wir allerdings aber auch mittauschen, denn die Systeme sind ja auch ineinander abgestimmt. Und dementsprechend sollte es ja dann auch direkt harmonisch funktionieren. Das ist jetzt das offizielle Nachrichtsystem, auch in einer sehr schönen Verpackung gehalten. Und hier habt ihr quasi eine super Auswahl an Adapterringe und Dichtringe zum Abdichten und so weiter. Das ist auch hier in der Beschreibung drin zum Beispiel abgebildet. Das System ist jetzt passend für BMW-Fahrzeuge der Baureihe E, F und G-Serie. Dementsprechend sind alle möglichen Adapter-Variante hier drin mitgeliefert, sodass ihr das quasi passend auf euer Fahrzeug adaptieren könnt. Hier auch schon mal schön aufgelistet, die verschiedene Variante, wie die Dichtringe dann dementsprechend verbaut werden müssen. Das sehen wir dann natürlich am Fahrzeug auch. Sieht schon sehr hochwertig aus. Und wie gesagt, ich kenne die Systeme sehr gut und die hören sich auch verdammt gut an. Dann machen wir mal weiter mit den Underseat Woofern. Ihr habt, wenn ihr ein Fahrzeug ohne Hochtöner habt, noch ein kleines Problem. Und zwar, werkseitig ist hier kein Verstärker verbaut und die Underseat Woofer sind zusammen mit den Lautsprechern in der Tür quasi parallel geschaltet. Ihr könnt das reine System auch so schon tauschen. Ihr habt auch hier schon klanglich auf jeden Fall einen Fortschritt. Je nachdem, wie weit ihr das Thema weiterspinnt auf gut Deutsch, kann man dementsprechend noch eskalieren und dann mit einem Zusatzkabel und einem DSP und allem drum und dran das ganze System erweitern und vor allem nochmal ein ordentliches Feintuning betreiben. Dazu nochmal Verstärker dazu. Also wie gesagt, nach oben hin ist keine Grenze gesetzt, aber es funktioniert auf jeden Fall auch hier in der Top-Variante einfach so. Auch hier komplett schon mit der Dichteinlage versehen. Ein ganz großer Vorteil bei den Woofern ist, serienmäßig habt ihr einen 4 Ohm Woofer verbaut. Der hier hat 2 Ohm. Das heißt, wenn wir jetzt schon das Ganze tauschen, kann der Subwoofer etwas mehr Leistung generieren und dementsprechend auch etwas mehr Wumms machen. In Kombination dann natürlich mit einem Verstärker und so weiter, habt dadurch sogar die Möglichkeit, einen richtig geilen Kickbass zu generieren. Habe ich in meinem F11 zum Beispiel jahrelang drin gehabt, bis ich dann gesagt habe, komm, ich brauche jetzt mal eine Kiste mit 2 schöne fette Woofer hinten drauf. Hat mir eigentlich gereicht, weil die dynamisch echt gut Gas geben können. Und zu guter Schluss haben wir dann das Fahrzeugheck. Da ist quasi der Hochtöner mit im Lautsprecher involviert und eingebaut. Hat den Vorteil, dass man dann natürlich platzsparend alles in einem hat. Man kann aber auch noch die Variante nehmen, einen zusätzlichen Hochtöner separat verbauen, braucht ihr aber dementsprechend die Halterung dazu. Gehe ich aber noch mal genauer
dann drauf ein, wenn wir bei der Hecklautsprecher angekommen sind. Die sind, wie gesagt, bloß zur Unterstützung vom Raumklang gedacht. Somit tun wir die natürlich auch austauschen. Jetzt mal im Schnelldurchlauf alles mal grob erzählt. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Tauschlautsprecher und wir beginnen an der Tür. Ich habe mal hier schon mal mein Werkzeug vorgerichtet. Wie gesagt, ist nicht das erste Mal, dass ich das mache. Wir haben die Türverkleidung relativ einfach hier aufgebaut. Das heißt, wir müssen zunächst hier oben die Griffschale demontieren. Einfach mit einem Plastikragel hier drunter fahren. Und dann könnt ihr die aushebeln, öffnen und rausziehen. Und dann versteckt sich hier schon die erste Torx-Schraube. T20 haben wir hier. Ganz wichtig. Und dann geht es weiter hier mit der Griffabdeckung. Die können wir hier im unteren Bereich anlösen. Wundert euch nicht, die ist verdammt fest drauf. Ah, klassische Vorführeffekt, das will nicht so, wie ich will. Dann gehen wir mal hier oben mal rein. Irgendwo müssen wir einen Anfang finden. Wupp, und ab ist sie. Und dann haben wir mal hier einmal im oberen Bereich und im unteren noch eine Schraube. Die lösen wir auch. Und dann haben wir schon alle Befestigungspunkte demontiert. Aber vor lauter vergessen, wir haben hier unten auch noch mal zwei Schrauben drin. Jetzt sind alle Schrauben hier gelöst. Und auch hier neben könnt ihr wieder hergehen und dann mit dem Plastikkeil anfangen, die Klipse auszuklipsen. Dann können wir die Türverkleidung auch schon abnehmen. Dann einmal die Steckverbinder alle rausnehmen. Dann können wir die Türverkleidung erstmal zur Seite stellen. Und hier sieht man auch schon das gute Stück. Den tun wir dementsprechend auch mit den drei Schrauben demontieren. Das ist doch schon mal optisch eine ganz andere Welt, oder? Das ist jetzt der passende Adapterring hier anscheinend dafür. Tun wir jetzt gleich gegenprüfen. Aber auch nochmal von der Rückseite betrachtet. Richtig, richtig nice. Sieht man gleich schon, dass da ein bisschen mehr geht. Funktioniert. Genau so muss das sein. Alles klar. Und damit es natürlich auch hier schön abdichtet, kommt dann hier auf der Rückseite dementsprechend auch ein Dichtgummi dran. Die Variante brauchen wir. Genau, den setzen wir hier drauf. Und dann haben wir immer noch hier die Kabeldurchführung dann zu unserem Lautsprecher, wo dann dieses Verbindungskabel rauskommt. Das kommt hier neben rein. Und führt sich dann hier neben durch raus. Okay. Drehen wir das Ganze einmal rum und mache den hier oben auch noch mal dran. Der dient quasi hier zur Abdichtung zur Türpappe hin, damit wir hier einen ordentlichen Klangausstoß durch die Öffnung haben. Und dann haben wir schon Nummer 1 fertig. Hier ist es jetzt wichtig, dass ihr das Kabel wirklich relativ eng hier anliegen habt, damit das jetzt nicht irgendwie gequetscht wird.
mal dran denken, nach fest kommt ab. Aber jetzt haben wir mal hier die Innenseite zur Tür schön abgedichtet. Wie ihr seht, könnt hier außen das Ganze auch. So, dann machen wir weiter mit dem Hochtöner. Da könnt ihr die Verkleidung hier einfach abziehen. Die ist nur so neigesteckt. Und dann haben wir die schon in der Hand. Wie gesagt, war bloß ein Blindstück sozusagen. Und das tun wir jetzt einmal austauschen. Die hier brauchen wir. Wie gesagt, der Hochtöner, der hier drin ist, vom Harman Kardon System, nehmen wir mal raus und tun wir austauschen. Da haben wir hier drin einmal gerade so Klipse, die den Hochtöner halten. Die müssen wir bloß ein bisschen anlösen und schon haben wir ihn in der Hand. Und dazu kommt dann der Hochtöner. Auch hier sieht er natürlich sehr schön aus. Und hier haben wir eine Führung, die dementsprechend auch hier rein muss. Und dann sollte der genauso gut reingehen, einwandfrei. Also wirklich eine sehr schöne Plug-and-Play-Lösung. Das Ganze tun wir dann dementsprechend hier auch wieder neu setzen. Vom Kabelverlauf her. Alles an seinem Platz, wie es soll. Und die Verkleidung kann auch wieder hier rein. Wichtig ist, dass er die reinmacht, weil ansonsten habt ihr später Windgeräusche und dann wird es nervig. Also wirklich einwandfrei. Und dann geht er jetzt wieder ins Auto. Da müsst ihr jetzt darauf achten, wir haben hier neben eine Schiene, die einmal hier neben in die Tür rein muss. Das heißt, wir setzen hier als erstes an. Wundert euch nicht, dass er nicht auf Anhieb das trifft, denn das ist ein bisschen ein Gefriemel, aber allerweil sitzt da und ist drin. So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch miteinander verbinden. Das heißt, wir haben hier einmal ein Eingang von der Musik und dann dementsprechend die Kopplung, dass es hier weitergeht an den Hochtöner. Ja, war schon richtig rum. Et voilà. Und natürlich könnte man jetzt noch darauf achten, dass man den Massway-Schriftzug in die richtige Stellung gesetzt hätte. Ja, aber sieht man ja später gar nicht. Somit machen wir einen kurzen Funktionstest, ob die Lautsprecher funktionieren, bevor wir jetzt die Türverkleidung wieder anbauen. Funktionstest positiv bestanden. Wie ihr seht, könnt echt komplett easygoing das Ganze zu wechseln. Nochmal ganz kurz zum Verständnis. Ihr habt das eine Kabel, wo am Originallautsprecher hängt. Dazu kommt die Y-Verteilung, die dann einmal in den Lautsprechereingang geht, sozusagen Signaleingang, geht einmal durch die Frequenzweiche in den Mitteltöner und dann hier hoch in den Hochtöner. Somit habt ihr jetzt endlich einen klaren Hochton mit im Fahrzeug. Das Ganze mache ich jetzt schnell auf der anderen Seite noch und dann gehen wir weiter zu den Underseat-Bässen. Weiter geht es jetzt mit den Underseat Woofern. Damit ihr die Batterie nicht abklemmen müsst und gegebenenfalls einen Airbag-Fehler rauslöschen müsst, zeige ich euch jetzt einen Trick, wie das einwandfrei funktioniert. Und zwar, ihr habt nämlich hier vorne einmal in der Sitzkonsole die ersten Schrauben. Das ist ein T50, die tun wir anlösen.
Anlöser. Warum? Weil ich gemerkt habe, dass die sich gerne ein bisschen verziehe und man sie dann immer paarweise schön sauber rausdreht. Einmal hier vorne. Nummer 1. Nummer 2. Dann einmal den Sitz komplett nach vorne ziehe. Rückenlehne nach vorne. Und dann habt ihr hier hinten auch nochmal die anderen zwei Schrauben, die raus müssen. Und dann, wenn ihr die Rückenlehne so vorgeklappt habt, einfach nach hinten legen. Und schon seht ihr hier, hier habt ihr den Stecker, wo auch der Sitzairbag und alles drin ist. Und da darunter verbirgt sich der Underseat-Woofer. Jetzt könnt ihr das Ganze natürlich noch ein bisschen zurückfahren. Und jetzt sollte er halten von selber. Und dann haben wir hier wieder die T20 Torx Schrauben, die wir entfernen müssen. 4 Stück in der Zahl. Und dann die Abdeckung raus. Und hier darunter verbirgt sich dann der Underseat-Woofer. Jetzt haben wir hier den Underseat-Woofer. Da gibt es verschiedene Versionen. Hier haben wir die eingeklebte Variante, das heißt, die ist mit einem Klebemittel, was auch immer, was ich da verwendet habe, komplett einmal in die Fassung eingeklebt. Das heißt, hier müssen wir etwas Gewalt anwenden. Wir haben hier nochmal so Befestigungshake, die wir einmal so ausklipsen, darunter fahren und dann ordentlich drauf hebeln müssen. Und so Stück für Stück jetzt durcharbeiten. Mein eins muss man denn lassen. Der Kleber klebt wie unser 3M-Tape. Einmal hier den Stecker weg und dann heiter weiter. Und schon hat er verloren. Schauen wir uns das gute Stück mal im Vergleich zu den neuen an. Ich habe mir heute das beste Wetter hier ausgesucht. In der Halle sind gefühlt 30 Grad. Wahnsinn, da kommt man schon mal in Schwitze her. Aber es lohnt sich auf alle Fälle. Guckt mal, hier allein schon der Unterschied. Das ist doch sehr schön erkennbar, dass man hier natürlich ein ganz anderes Subwoofer habe. Auch nochmal von der Rückseite her betrachtet. Ihr seht dann natürlich die Führung, wo er dann drin eingeklebt ist. Deswegen auch hier das Schaumstoffband, was schon drumherum ist. Und im selben Weg geht es jetzt dazu in der Einbau. Das seht ihr zum Beispiel für die Variante, die die Schraubungen habe, sind die natürlich hier auch vorgesehen. Normalerweise hier auch nochmal 4 Torx-Schrauben und dann könnt ihr den Easygoing rauslupfen. Was nochmal wichtig ist, dass er jetzt hier in der Auflage schaut, ob da nicht irgendwo noch ein Kunststoffteil oder so sich verklemmt hat, damit er natürlich auch schön plan aufliegt. Aber das sieht überall gut aus. Somit können wir den wieder einsetzen. So, und auch hier rastet dann wieder die zwei Nase ein, links und rechts. Und heben den Woofer dementsprechend dann in der Führung drin. Et voilà. Theoretisch könntet ihr auch hergehen, das sogar auch wieder frisch mit einem Klebeband oder mit einem Karosseriekleber abdichten. Aber das ist jetzt jedem selbst überlassen, ob man die Action macht oder nicht. Stecker wieder drauf. Und schon kann er wieder brummen. Machen wir einen kurzen Funktionstest wieder und dann wird das Ganze wieder in der umgekehrten Folge eingebaut. Und dann haben wir das Thema Underseat-Woofer auch schon durch und können dann zu den Hecklautsprechern gehen. Die hintere Lautsprecher sind hier an der Hutablage unter einer Abdeckung, die einfach hier aufgeklipst werden kann.
Und hier, ich übernehme gerade kurz die Kamera, seht ihr ganz gut, dass man hier auch bloß einen Mitteltöner habe. Aber die Vorrichtung, um dementsprechend vom großen System her gesehen, einen Hochtöner zu verbauen. Ich baue jetzt erstmal den Lautsprecher aus und zeige euch, was mir dann dementsprechend verbaue. Also, da habe ich das gute Stück. Naja, gut, können wir anders sagen. Aber auch hier nochmal sehr schön zu sehen, die Unterschiede. Und wir haben jetzt hier einen Koax-Lautsprecher, sprich, wir haben einen Hochtöner schon mit integriert und somit können wir uns die Arbeit sparen, nochmal einen separaten Hochtöner zu verbauen. Allerdings für die richtigen K-Hi-Fi-Freaks ist es unumgänglich, einen zweiten Hochtöner zu verbauen, damit man das Ganze später einfach von der Einstellung her anders generieren kann. Aber wie gesagt, hinten ist eh bloß für den Raumklang da und dementsprechend wird das alles dann später über die Software und so weiter dann dementsprechend eingepegelt und funktioniert dann. Also in umgekehrter Reihenfolge geht es mit dem neuen Lautsprecher wieder zurück. Hier haben wir noch eine kleine Verlängerung, dass man einfach ein bisschen mehr Spiel vom Kabel her habe. Und was ich bisher noch nicht erwähnt habe, die Kabel sind verpolsicher. Das heißt, ihr könnt die nicht irgendwie falsch rum reinstecken oder so. Die gehen immer bloß in eine Richtung rein und passen ineinander zusammen. Also könnt ihr eigentlich keine Fehler bauen und somit ist das Ding dann auch komplett sicher für jeden, der auch im K-Hi-Fi-Bereich nicht so viel Erfahrung hat. Also rein damit! Alles klar, dann mache ich mich direkt noch an die andere Seite dran und tausche dementsprechend noch die Fahrerseite und dann sehen wir uns gleich draußen wieder. Einen kurzen Augenblick später, nachdem wir jetzt die ganze Lautsprecher getauscht haben, war das Fahrzeug bei der Firma Audio Design und die habe dem Ganzen nochmal das i-Tüpfelchen aufgesetzt. Kommt mal etwas näher und schaut euch an, was die Jungs hier verbaut haben. Wie schon erzählt, habe mal die Möglichkeit, die Lautsprecher zu tauschen und dadurch schon mal ein enormes Upgrade am Soundergebnis. Jetzt geht das Ganze noch weiter. Hier wurde von der Firma Hyphonics noch einige Komponente hinzugebaut. Wir fangen an mit dem digitalen Soundprozessor, der Medusa-Serie war das, genau. Der ist quasi dafür da, um die ganze Soundfrequenz passend einzustellen, Laufzeitkorrektur vorzunehmen und, damit man wirklich ein astreines Klangsignal später habe und sich das Ganze auch harmonisch am Fahrzeug anhört. Weiter ging es mit den 3 Endstufen, die ihr seht. Super schöne kleine kompakte Bauweise. Wir haben hier ganz vorne den Monoblock, der für den Subwoofer zuständig ist. Dann haben wir eine 2-Kanal-Endstufe, die für die Underseat-Woofer zuständig ist. Und zu guter Letzt eine 4-Kanal für Front- und Hecklautsprecher. Subwoofer wurde hier aus der Zeus-Serie ein 10-Zoll-Woofer verbaut, also 25 cm im Durchmesser. Und das Ganze in einer Bassreflexkiste. Wichtig ist, dass der Bassreflexkanal hier in den Innenraum geht, damit der Basspegel nicht im Kofferraum hängen bleibt. Deswegen wurde hier die Mittelarmlehne verwendet, etwas geöffnet, damit man hier den Port habe und im Innenraum der Schalldruck richtig gut ankommt. Hier haben sie noch von Hyphonics das LED-Panel verbaut. Das ist beleuchtet, ist auch noch mal ein kleiner optischer Hingucker und passt dann später zum restlichen Kofferraumausbau ganz gut zusammen. Also alles in allem, schaut gern bei der Firma Audio Design vorbei. Bezüglich Massway mit den Plug-and-Play-Lösungen für verschiedene Fahrzeuge haben wir das, wie gesagt, für Mercedes, für VW, für BMW und. Wenn für euer Fahrzeug nichts dabei ist, geht zu eurem ortsansässigen K-Hi-Fi-Dealer, der kann euch dementsprechend auch beraten. Oder halt hier für Hyphonics die ganze Verstärker- und DSP-Lösungen, aber auch ein riesengroßes Programm, könnt ihr sicherlich etwas für euer Fahrzeug finden. Alles in allem, super geile Sache. Das Ergebnis lohnt sich richtig jetzt, hörtechnisch. Für euch jetzt nicht wirklich groß sichtbar, aber schaut, wie gesagt, gerne mal vorbei bei eurem K-Hi-Fi-Dealer. Der kann euch mit Demo-Fahrzeugen
sag ich mal, die Klangbeispiele zeige und dann habt ihr ein richtig geiles Fahrerlebnis mit richtig schöner Mucke und einem ordentlichen Klang. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer ein Like drunter setze, teilt, abonniert es in die Welt hinaus. Wie auch immer, das Übliche, ne? Also, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao.